So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Ich habe ja Ende vergangenen Jahres eine Community-Befragung gemacht, wo ich gefragt habe, was sind eure Lieblingsspiele in verschiedenen Bereichen. Ein Bereich davon oder eine Kategorie waren kooperative Spiele. Was waren da so eure Highlights im Jahr 2021? Entweder bei den Spielen, die halt in dem Jahr neu rausgekommen sind oder die vielleicht auch schon im Jahr vorher offiziell erschienen sind. Aber manche von den Spielen kamen dann ja auch erst, ne, durch die ganzen Lieferprobleme ein Jahr später auf den Markt. Die Leute haben es erst in dem Jahr gespielt. Und da habe ich hier halt dann eben die 10 Spiele genommen, die die meisten Stimmen haben, und werde euch die jetzt einmal vorstellen, damit ihr auch da vielleicht eine Inspiration habt. Ne? Was sind so kooperative Spiele, die ihr euch mal angucken könnt? Weil das ja auch ein Genre ist, das einfach super beliebt ist. Man kann sich heutzutage eine komplette Spielesammlung nur mit kooperativen Spielen machen. Und da sind dann Partyspiele bei, Strategiespiele, Expertenspiele, Kennerspiele, Familienspiele, Wissensspiele, Quizspiele, Geschicklichkeitsspiele. Alles Mögliche gibt es halt kooperativ, von super anspruchsvoll bis super seicht. Das finde ich eine tolle Entwicklung. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, auf Platz 10 habt ihr dann Pandemic Legacy Season 0 gewählt. Das ist ja auch im Jahr 2020 rausgekommen, aber es ist eben auch ein Kampagnenspiel, wo man mindestens 12 Partien bis maximal 24 Partien spielen muss. Im Schnitt werden es so 15, 16 Partien sein. Das heißt, die allermeisten werden das im Jahr 2021 auch erst fertig gespielt haben oder überhaupt erst angefangen haben. Und es ist ja auch ein Legacy-Spiel. Es ist die Vorgeschichte zu Pandemic Legacy Season 1. Ich spiele das auch gerade aktiv seit über einem Jahr mit einer Freundin, und wenn wir uns treffen wollten, haben wir zu wenig Zeit, um das weiterzuspielen, weil sie eben auch nicht mehr in Göttingen wohnen mittlerweile, und wir sind, glaube ich, im Juni mittlerweile angelangt, und wir planen eigentlich auch immer, uns mal dann auch für ein paar Tage zu treffen, um das wirklich so am Stück durchzuspielen. Mir hat auch neulich ein Zuschauer geschrieben, ey Ben, es ist großartig, gerade das Finale mit das Beste, das es bisher in allen Pandemics gab, da weiß ich nichts, deswegen kann ich auch nicht viel spoilern, und man soll sich eben auch die Zeit nehmen, das relativ zeitnah am Stück zu spielen, nicht immer nur hier was, da was, da was, weil eben im Laufe des Spiels auch immer mehr Regeln natürlich dazukommen, immer mehr Elemente, und wenn man dann nicht wieder da sitzt und sich fragt, was war denn das alles, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut. Dementsprechend werden wir das machen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr dazu kommen, da eben weiterzuspielen und das eben dann auch durchzuspielen. Und ja, ihr fand es eben auch so gut, dass es hier auf Platz 10 gelandet ist, und ich bin sehr gespannt, ob es da noch einen weiteren Teil von geben wird. Es würde mich nicht wundern, aber auch da hoffe ich natürlich, wenn sie es machen, dass sie eben auch genug Zeit nehmen, das zu entwickeln. Und es gibt ja mittlerweile auch so von den Pandemie-Machern noch andere Spiele mit dem Pandemie-Grundkonzept. Vielleicht sagt man auch, okay, wir machen nochmal so ein Legacy-Pandemie, aber halt im ganz anderen Setting. Das ist natürlich auch mal sehr spannend zu sehen, was denen da so einfällt. Also es bleibt spannend, aber wie gesagt, erstmal bin ich neugierig drauf, wie die Kampagne hier ausgeht. Auf Platz 9 ist Marvel Champions gelandet. Finde ich auch super gut, dass das dann doch auf Deutsch rausgekommen ist. Erst dieses Jahr vom Verlag, nee, machen wir nicht. So ein Living Card Game ist ja auch immer viel Arbeit, viel Aufwand, und man weiß, ob das gut läuft oder nicht. Ich glaube, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil es auch erst hieß, ja, wir machen das, aber wir wissen noch nicht, ob wir alles davon machen. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile einfach alles, also ein Großteil davon, was auf Englisch rausgekommen ist. Also wenn ich in die Spieleburg gehe, dann ist da irgendwie gefühlt ein ganzes Regal voll, nur mit Content zu Marvel Champions, ganz viele Einzelhelden, Gegner, Szenarien, Kampagnen. Ich möchte das ja auch noch wiederholt auf den Tisch bringen, man kann das auch super gut solo spielen, ne? Die meisten kooperativen Spiele kann man ja eben auch gut alleine spielen, und Marvel Champions, ja, steht ein bisschen in Konkurrenz zum Arkham Horror Living Card Game, aber wo ich da eben halt die große Kampagne habe mit Charakterentwicklung, ich muss 8 Szenarien spielen, eine tolle Geschichte, das ist halt schon groß, episch und auch insgesamt für mich das bessere Erlebnis als Marvel Champions. Aber Marvel Champions ist einfach der One-Shot. Da habe ich meine Decks, da sage ich, hey, ich möchte gerne so ein kooperatives Kartenspiel spielen, was ich ja persönlich auch sehr, sehr gerne mag. Komm, wir setzen uns hin, hier hast du deine Decks und wir spielen los. Man muss halt nicht immer alles vorbereiten, braucht nicht so viel Zeit, um überhaupt diese ganze Kampagne zu spielen, bevor sich das überhaupt lohnt, dass ich irgendwie einen festen Mitspieler brauche. Marvel Champions kann ich mit jedem rausholen, wir spielen gemeinsam, hat viele interessante verschiedene Charaktere, viele Gegner, gegen die man spielen kann. Einfach ein tolles Ding. Also sobald ich da mit dem Frühjahrsputz hier durch bin im Januar und auch diese ganzen Videos gedreht habe und dann abends vielleicht auch ein bisschen Zeit habe und auch mal dann niemand zum Spielen da ist, dann freue ich mich sehr darauf, da auch nochmal ein paar Partien Marvel Champions wieder zu spielen, und ihr könnt dann auch gerne bei zugucken, mitkommentieren, mitchatten. Ich freue mich dann mal sehr, wenn Leute in den Chat reingucken, und auch zum Thema, ne, Neujahr, Frühjahrsputz und gute Vorsätze. Es freut mich auch sehr, dass einige Leute wirklich gesagt haben, hey, ne, ich habe ja auch gesagt, ne, Ben hat es ja angesprochen, mit Kommentaren unter Videos, dass sie eben dann auch wirklich jetzt mal ein bisschen mehr kommentieren. Also da bin ich natürlich auch mal sehr dankbar, ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, ne, wo so, sage ich mal, der Musiker auf der Bühne steht und dann hinterher irgendwie Applaus bekommt für das, was er dargeboten hat, ist halt so ein Kommentar auch immer ganz nett für so einen Content Creator, wenn er jetzt sieht, okay, ne, die Leute sehen das, sie konsumieren das nicht nur, sie reagieren da auch drauf und es bringt ihnen auch irgendwas. Also wie gesagt, wenn ihr da, ne, auch gerne in die Tasten hauen wollt in Zukunft, immer gerne. Auf Platz 8 habt ihr Descent, Legenden der Finsternis gewählt. War ja eines meiner Top 3 Highlight-Spiele im vergangenen Jahr.
Kampagnenspiele spiele ich sehr selten wirklich durch. Also bei Arkham Horror zum Beispiel habe ich es nur geschafft, eine Kampagne mal durchzuspielen beim Living Card Game. Pandemic Legacy, da seht ihr auch gerade, hänge ich immer noch dran, wobei ich Season 1 tatsächlich dreimal gespielt habe und Season 2 immer einmal durchgespielt habe in einer Woche mit Stefan. Und Descent, Legenden der Finsternis, habe ich komplett durchgesucht. Ich glaube, ich habe so 2,5, 3 Wochen dafür gebraucht. Hab manche Partien zu zweit gespielt, ein paar zu dritt, die allermeisten bestimmt die Hälfte oder so davon solo, weil ich es einfach so geil, so interessant, so spannend fand. Ich das Level-Design so mochte, ich die Charakterentwicklung super mochte, dieses ne, Waffen modifizieren, dann ne, procken die irgendwie und das steuert auch die App. Einfach echt gut gemacht. Das Spiel ist viel Geld wert, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch erst wieder einen Kommentar bekommen, wo auch ein Zuschauer geschrieben hat, hey Ben, ne, ich habe Pandemic Legacy auch auf dem Radar gehabt, habe auch erst aufgrund des Preises auf den Abstand genommen, habe mir aber deine Videos, deine Meinung dazu angeguckt, habe es mir aber trotzdem geholt und es nicht bereut, weil es wirklich ein gutes Erlebnis war. Also ja, da kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass das ein Top-10-Spiel des Jahres ist. Wie gesagt, für mich wäre es ja sogar ein Top-3-Spiel des Jahres und ich glaube, die anderen Spiele, die ich da drüber hatte, waren nicht kooperativ. Also für mich wäre es sehr wahrscheinlich auch das beste kooperative Spiel des Jahres gewesen. Auf Platz 7 und damit relativ weit unten für diese Kategorie habt ihr Spirit Island inklusive der zerklüftete Erde Erweiterung gewählt. Und ja, das, ich sag's immer wieder, das ist ein bisschen das Terra Mystica der kooperativen Spiele, nicht von dem, was man da tut, aber so vom Komplexitätsgrad her. Es gibt ja viele kooperative Spiele, die meisten davon sind eher nicht auf Expertenlevel, Spirit Island auf jeden Fall schon und mit der Erweiterung auf jeden Fall. Da sind so komplexe Spirits bei, dass man gar keinen Plan hat, was man da überhaupt tut und dass man wirklich das Spiel gut kennen muss und dann irgendwie diese Spirits auch lernen muss, um da das Optimum rauszuholen. Also, wenn ihr das ultimative Koop-Spiel für Fortgeschrittene, für Expertenspieler sucht, wo ihr super viel Spaß mit habt, weil ihr 8 verschiedene Spirits habt, nur im Grundspiel, wo ihr 3 verschiedene Gegner habt, 6 verschiedene Schwierigkeitsgraden habt, noch verschiedene Szenarien, super viel Abwechslung, dann holt euch Spirit Island. So viel Spiel, so viel Abwechslung bekommt ihr sehr, sehr selten bei anderen Spielen, also fast gar nicht. Und mit der Erweiterung dann, ich habe es ja im anderen Video auch schon gesagt, das hat ungefähr den Umfang, den euch so ein Gloomhaven bietet, wenn nicht sogar noch mehr von der Spieldauer her, weil ihr da auch mehr als 60 Partien locker rausholen könnt. Also nach wie vor ein Top-Tipp und das ist auch so ein Hall-of-Fame-Spiel einfach. Das ist ja wird in die Annalen der Brettspielgeschichte eingehen und wird es auch lange Zeit, glaube ich, nichts geben, was sich so mit Spirit Island messen können wird. So, auf Platz 6 habt ihr dann The Loop gewählt. Mag ich auch sehr, sehr gerne, weil es ein Spiel ist, wo man sich immer auf interessante Art und Weise mit seinen Karten auseinandersetzen muss. Es ist auch so ein Deckbau-Koop-Spiel. Das Spannende dabei ist eben, dass dieser Deckbau auch so einen räumlichen Aspekt hat. Und der Spielplan hat so verschiedene Ähren, so verschiedene Zeitabschnitte. Und wo Dr. Fu mit seiner Zeitmaschine immer hinreißt und irgendwie Unheil stiftet. Und wir müssen halt seine Doppelgänger besiegen, müssen Zeitrisse irgendwie wieder kitten, damit uns da der Sektor nicht um die Ohren fliegt und wir verloren haben, wenn das zu oft passiert. Und wir haben halt ne, bestimmte Orte, wo wir hinreisen müssen. Wir haben bestimmte Orte, wo wir sein müssen, um die Aufgaben zu erfüllen. Und die Karten, die wir uns holen können, liegen auch immer an bestimmten Orten. Das heißt, da muss ich das auch so timen, dass ich dann irgendwie an dem Ort beim Ende des Zuges die Aufgabe erfüllt habe, wo ich dann dafür sein muss und gleichzeitig noch den Gegner besiegt habe und ich kann halt diese Karten aufspielen und die halt irgendwie auslösen und da halt rumlaufen, Aktionen machen. Und dann kann ich halt so einen Loop durchführen, wo ich dann diese Karten, die ich benutzt habe, nochmal wieder aktivieren kann, wenn die das gleiche Symbol zeigen. Das kostet mich halt 1 Energie. Beim nächsten Mal 2 Energie, dann 3 Energie, dann 4 Energie. Ihr ahnt es, Energie ist Mangelware, Energie brauche ich auch teilweise, mich zu bewegen. Das heißt, da eben wirklich dann auch gemeinsam zu sitzen, zu gucken, okay, ich habe die und die Möglichkeiten, ich kann das machen und das hier und dann kann ich dir hier noch was vorbereiten und du, was hast du für Karten für die nächste Runde? Okay, dann könnten wir das so machen, dass du dann das benutzen kannst. Dementsprechend, am besten ist es, glaube ich, meiner Meinung nach zu zweit, weil es kann ein hartes Alpha-Leader-Problem haben, was zu zweit auch gar nicht so schlimm ist, weil da diskutiere ich ja trotzdem noch mit der anderen Person und kann meine eigenen Ideen reinbringen. Zu viert, wenn das ein oder zwei Spieler voll durchplanen, die anderen beiden Spieler eher daneben sitzen. Also ich habe da auch schon Feedback bekommen, dass es nicht so geil ankam und sich gefragt wurde, warum ich das so gut finde. War aber auch von Runden, die das die ersten Male zu viert gespielt haben oder auch zu dritt und zu zweit oder auch solo einfach ein super gutes Spiel, das mir persönlich sehr viel Spaß macht, wo ich mich auch sehr auf die Erweiterung freue, die jetzt im Frühjahr 2022 rauskommen wird, wird hier auf jeden Fall auch noch auf dem Tisch landen. Auf Platz 5 dann Die Crew, Mission Tiefsee. Habe ich jetzt gerade erst Weihnachten wieder ganz viel mit meiner Familie gespielt. Ich finde es absolut großartig. Wir sind ja auch eine Skat-Familie und wir haben, glaube ich, die ersten, weiß nicht, 15 Missionen dann an einem Abend durchgespielt und haben auch, glaube ich, fast alle, bis auf 2 oder 3, direkt auf Anhieb geschafft. Bei einer haben wir sogar 3 oder 4 Anläufe gebraucht, weil es einfach nicht gepasst hat, schon auch ein bisschen hart war. Aber ich mag das Ding halt sehr, sehr gerne. Und ich, wie gesagt, komme ja aus einer Skat-Familie und wir haben direkt am Tag vorher auch nochmal Skat gespielt mit dem Nachbarn. Und da habe ich eben auch festgestellt, okay, Skat ist schon irgendwie ein nettes Spiel. Aber in der Regel läuft das ja so ab, ne? Man guckt seine Karten an, man guckt, okay, was kann ich spielen, dann reizt man halt bis zu dem Wert, dann wird man halt entweder überreizt und dann spielt wer anders und dann muss ich halt entweder dagegen spielen, aber meistens, wenn einer spielt, hat er schon so ein gutes Blatt,
weiß nicht, 50, 60, 70, 80% der Partien sind schon so, dass er einfach sein Blatt runterspielt und in der Regel gewinnt, wenn er keinen großen Fehler macht oder die Karten nicht ganz dumm sitzen. Und bei ein paar Partien versucht man was, man reizt irgendwie, hat ja vielleicht nur bis 20 gereizt, also was, wo man denkt, okay, damit spiele ich wahrscheinlich noch nicht, aber dann waren alle weg, muss man gucken, okay, was mache ich jetzt aus diesen Karten? So die Spiele, die nicht so aalglatt sind, die sind immer interessant, weil da muss halt jeder wirklich auch aufpassen, gucken, wie er das so macht, welche Karten er wann spielt, aber meistens haben die Leute, also die meisten Partien von Skat sind einfach nicht so super interessant, weil es einfach nur runterspielen ist, man schreibt die Punkte auf, fertig. Und bei die Crew ist es eben so, das ist immer für alle Spieler interessant. Alle Spieler haben eine Aufgabe, eine Mission, alle Spieler müssen gemeinsam überlegen, wie schaffen wir es jetzt, das zu erfüllen, ne? Ist besonders eben auch da ein kooperatives Stichspiel, eine super gute Idee. Und dieses ständige Involviertsein und ständig sich darüber Gedanken machen, auch immer mit verschiedenen Aufgaben, mit noch verschiedenen Missionen, die wir erfüllen müssen, das ist einfach mega, mega gut. Also bei mir hat die Crew mittlerweile Skat auch so abgelöst in Sachen Stichspiele, ich mag es einfach noch lieber. Und ehrlicherweise, es gibt keinen einzigen Grund für mich persönlich, warum man sich die Crew Teil 1 kaufen sollte. Kauft euch einfach direkt die Crew Teil 2. Ist in jeder Hinsicht besser, hat eben den Schwierigkeitsgrad angepasst an die Spielerzahl. Das normale Crew ist zu dritt halt schon sehr einfach. Zu viert ist es, glaube ich, der optimale Schwierigkeitsgrad. Zu fünft schon sehr zufällig. Und bei die Crew Mission Tiefsee sind die einzelnen Aufgaben, die wir haben, die auch nicht einfach nur mal sind, ne, irgendwer muss eine bestimmte Karte bekommen, sondern eine bestimmte Voraussetzung müssen erfüllt sein. Das sind einfach sehr unterschiedliche Missionen. Die sind eben auch immer an die Spielerzahl angepasst. Dinge, die bei irgendwie 3 Spielern total einfach sind, aber 5 Spielern total schwer, haben halt eine andere Punktezahl für 3 oder für 5 Spieler und man muss halt immer für eine Mission einen bestimmten Punktewert erreichen, bis man den genau hat, muss man halt diese Aufgabenkarten aufdecken. Also es ist einfach in jeder Hinsicht, meiner, also wenn ihr es anders seht, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, aber ich, also wer noch keins hat, sollte sich auf jeden Fall die Crew-Mission Tiefsee holen, wenn er daran interessiert ist. Wer nur die Crew 1 hat, sollte sich trotzdem noch Mission Tiefsee holen, weil es einfach das bessere Spiel ist. Also ich glaube, wenn man es noch nachträglich ändern würde, würden sie wahrscheinlich auch den Kennerpreis des Jahres jetzt an Mission Tiefsee geben. Einfach mega gut. Also ich mag ja eh Stichspiele, ich mag kooperative Spiele, das Ding ist einfach super toll. Kann aber auch schwierig sein, wenn man Leute dabei hat, die es nicht ganz so gut können, weil es ja auch so ein Logik-Deduktionsspiel natürlich ist, wo man sich auch merken muss, was du jetzt gespielt hast, was haben wir noch für Möglichkeiten. Und wenn da einer sitzt und sich sagt, alle wissen, glaube ich, was ich tun sollte, aber ich nicht, dann kann das schwierig sein, aber es macht einfach super viel Spaß. Es ist auch eben auch gut gemacht, dass man zum Reinkommen die einfachen Schwierigkeitsgrade spielen kann und sich dann entweder steigern kann oder auch man sagt, na, ist vielleicht noch too much. Wir spielen erstmal vielleicht Mission, ne, 1, 2, 3, 4, 5, bis man so drin ist und dann Mission 5 immer mal wieder mit anderen Aufgabenkarten, bis man so wirklich drin ist in dem Denken, das Mitzählen gut klappt, man genau weiß, wenn man welche Karte spielen muss, auch wenn man mit dem Stichspiel noch nicht so vertraut ist. Ihr merkt es, ich mag das Ding auch richtig gerne. So, auf Platz 4, man möchte fast sagen, nur auf Platz 4 ist Gloomhaven die Pranken des Löwen. Auch so ein Titel, wo ich damit gerechnet habe, dass der eigentlich jede Liste dominieren wird. Aber auch das finde ich natürlich sehr schön. Die Spielewelt ist sehr vielfältig geworden und ihr habt jetzt auch nicht einfach nur in jeder Kategorie irgendwie so die 1, 2 beliebtesten Spiele des Jahres nach oben gewotet, sondern seid da eben auch wirklich schon vielfältig. Wobei natürlich, ne, bestimmte Spiele immer wieder auftauchen, weil die einfach sehr gut sind, weil die viele Leute gekauft haben, viele Leute gespielt haben. Aber es gibt dann teilweise innerhalb dieser Kategorien immer noch Überraschungen. Und zu Gloomhaven selbst muss man gar nicht so viel sagen. Das hat auch schon einen kleinen Abstand zu Platz 3. Es ist einfach die kleinere Version vom normalen Gloomhaven, aber nicht die abgespeckte Babyversion, die man irgendwie nicht spielen muss, weil die spielerisch weniger anspruchsvoll ist und irgendwie Elemente rausgenommen hat, die spielerisch entscheidend sind. Es hat primär vom Umfang her Sachen rausgenommen. Wir haben halt auch nur 4 Charaktere, die wir halt diese maximal 24 Missionen spielen und nicht diese Anfangscharaktere, wo wir noch Boxen bei sind, wo irgendwie neue Charaktere reinkommen. Aber das, was das Spiel ausmacht, das Handkartenmanagement, dass jeder Charakter auch wirklich andere Karten hat, andere Effekte hat, eben auch beim Hochleveln dann nochmal neue, besondere Karten reinbekommt und wir damit eben auch immer diese unterschiedlichen, vielfältigen Missionen lösen müssen, das ist nach wie vor noch einfach erhalten. Wenn ihr jetzt sagt, das große Gloomhaven so teuer und so lang, wer weiß, ob ich das durchspiele, holt euch Pranken des Löwen, es ist der perfekte Einstieg, preis-leistungsmäßig einfach der Killer für viele, viele andere Spiele, weil was ihr da an Content, an Inhalt, an Umfang bekommt, für die 60 Euro, die es in der Regel kostet, ist einfach, also ja, da kann man bei jedem Spiel jetzt preislich argumentieren, warum ist das so teuer, guckt ihr Gloomhaven an, das ist billiger und bietet mehr oder sogar was Besseres, also das lohnt sich auch absolut, ich hab das auch noch da, ich möchte das sehr, sehr gerne eigentlich auch noch durchspielen, aber wie gesagt, Kampagnenspiele kommt man immer nicht ganz so wirklich zu, aber die Missionen, die ich bisher gespielt habe, waren immer spannend,
gut gemacht, hat immer ein großartiges Finale, weil es immer mega knapp war, hat mir so sehr gefallen. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich ein Gloomhaven spiele, eher Pranken des Löwen spielen als das große Gloomhaven, weil da ist es halt realistisch, wenn ich da jemanden hab, mit dem ich das halt regelmäßig spielen kann, dass ich das auch wirklich irgendwie in ein, zwei Monaten zeitnah durchspiele. So, dann Platz 3. Der Bronzene Award geht an Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel. Ein großer Erfolg auch beim Kosmos Verlag, war auch für Spiel des Jahres nominiert, hat den Preis halt leider nicht bekommen, aber es ist eben auch so ein schönes abendfüllendes Spiel, ein Spiel mit einem Brett. Man denkt mal gar nicht, wie wichtig das den Leuten ist, aber ich erlebe das in der Spieleburg, wenn ich mal da bin, auch immer wieder, dass Leute sagen, nee, dieses moderne Spiel will ich nicht, wir haben was ein Brett hat, wo man sich drum setzen kann, dann an so ein Spielbrett spielt. Und das ist eben auch wunderschön illustriert von Michael Menzel. Wir erleben die Abenteuer des Robin Hood, wir haben halt so ein Buch dabei, wo wir auch wie bei Legenden von Andor nicht erst umständlich Regeln lernen müssen, sondern wir spielen das erste Szenario, wir fangen an, die Regeln zu lesen und dabei geht es eben schon los. Wir lernen das Ganze beim Spielen, so wie es ja auch Computerspiele in der Regel machen. Das ist eben einfach super gut, das sollten Verlage auch noch mehr irgendwie forcieren, das ist eben wie so Learn-to-Play-Tutorials gibt oder eben ne, so ein schneller Einstieg gemacht wurde. Ich habe das nicht ganz durchgespielt, ich habe nur die ersten 4 Missionen gespielt. Karl und Annik haben das zum Beispiel durchgespielt, Flo hat das auch durchgespielt und von euch scheinen das auch einige durchgespielt zu haben. Es gibt ja auch online mittlerweile schon noch neue offizielle Szenarien, es gibt noch ein offizielles Solo-Szenario, es gibt schon Fanszenarien. Ich denke, auch da werden wir in diesem Jahr sowohl eine offizielle große Erweiterung für sehen, als eben auch sehr, sehr, sehr viel Fanmade-Content. Da brauche ich im Prinzip nur irgendwie eine PDF. Ich war auch überrascht, ich habe da mal reingeguckt, das ist wirklich umfangreich, was da drin ist. Also wenn ihr euch auch bisher nur das Spiel gekauft habt und damit jetzt auch durch seid und sagt, ey, ich hätte schon gerne noch Bock auf mehr, guckt mal auf die Seite, ne, irgendwie Robin Hood Spiel, müsst ihr mal googeln, da gibt es eine extra Seite für. Da findet ihr noch viel Content für, wo ihr einfach noch mehr Abenteuer in der Welt von Robin Hood erleben könnt. So, Platz 2 hat auch richtig viele Stimmen, hat eine Stimme mehr als Platz 3 und zwar Aeon's End für die Ewigkeit. Das hat euch auch wieder sehr geflasht. Aeon's End an sich war ja das Lieblingsspiel meiner Community im Jahr 2021. Jetzt im vergangenen Jahr beim Voting hat das da in sehr, sehr vielen Kategorien gewonnen. Hier ist es jetzt auf einem guten zweiten Platz, hat schon noch einen deutlichen Abstand zum ersten Platz. Und ich finde dieses Spiel auch absolut großartig. Auch diese Standalone-Boxen, wo ich einfach nochmal genauso viel Content habe, ne, wie in der ersten Version. Dieses allererste Aeon's End, das es gab, hat ja auch einfach viele Helden drin. Verschiedene Gegner, gegen die ich kämpfen kann, ne, verschiedene Karten für die Auslage. Und für die Ewigkeit bringt das alles einfach nochmal in anders rein. Also noch mehr Vielfalt, noch mehr Abwechslung. Gerade mehr Gegner möchte man haben. Deswegen macht es auch Sinn, sich die kleine Erweiterung zu holen. Weil dann habe ich noch mehr Gegner, gegen die ich kämpfen kann, noch mehr Magier, noch mehr Karten. Einfach ein super tolles Spiel. Zu zweit für mich persönlich die beste Dynamik. Kooperatives Deckbauen finde ich auch super gut. Ich liebe ja Dominion und mag Deckbauspiele eh immer sehr, aber das sind eben noch kooperativ umgesetzt, machen wenig andere Spiele so gut, wie es Aeon's End macht und dementsprechend habt ihr das hier eben auf Platz 2 gewählt. So, und auf Platz 1, euer absolutes Koop-Highlight in diesem Jahr, da hat vielleicht auch die Jury-Spiel des Jahres ein bisschen Schuld dran, weil sie da halt den Preis verdient hatten, dass natürlich viele Leute nochmal auf das Spiel aufmerksam macht. Paleo. Ein kooperatives Spiel, bei dem wir gemeinsam einen Steinzeit-Clan managen, haben halt verschiedene Szenarien, wo es immer verschiedene Bedrohungen gibt. Das ist auch ein Spiel des Entdeckens. Ne? Wir haben halt Karten, wo wir die Rückseite sehen, wo wir sehen, okay, wir können ins Gebirge gehen, wir können in den Wald gehen, wir können in den Fluss gehen, aber was genau wir da finden, wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn wir uns ne, von diesen drei obersten Karten für einen entschieden haben, decken die alle gleichzeitig auf und können sagen, ah, guck mal hier, ich habe irgendwie eine Forelle gefangen und wenn einer sagt, aha, hier ist ein großer Säbelzahntiger, ich bräuchte dich mal hier. Und es gibt eben noch viele geheimnisvolle Karten, viele Karten, die auch nur bestimmten Szenarien drin sind, wenn die aufgedeckt werden, sieht man erstmal, okay, das ist ein Problem, das wir hier jetzt haben, wo wir halt in den nächsten Runden sehen müssen, wie lösen wir das, welche Gegenstände brauchen wir vielleicht irgendwelche Fallen, brauchen wir irgendwelche Kleidung dafür oder irgendwelche Gegenstände, die wir in dem Szenario bauen können. Also mich hat das auch so ein bisschen an Arkham Horror, das Living Card Game erinnert, weil auch da denkt man sich auch, ne, beim Arkham Horror Living Card Game, wenn ich ein Szenario einmal gespielt habe, kenne ich das ja, brauche ich nicht wieder spielen. Und da stellt man auch fest, nee, einmal spielen, dann weißt du, was dich fertig macht in dem Szenario und dann kannst du in weiteren Durchgängen daran arbeiten, das Ganze zu lösen. Und das ist bei Paleo ähnlich. Die ersten Szenarien sind noch machbar auf jeden Fall. Später kriegt man oft eins drauf und wird diese Szenarien verlieren, bis man sich wirklich mal einen Plan macht, überlegt, okay, wie gehen wir vor? Welche Gegenstände craften wir? Was sind da für Karten drin? Wie können wir darauf reagieren? Wo gehen wir eher hin? Das macht auch schon wirklich Spaß, das zu entdecken. Wir haben das noch irgendwann mal so gemacht, dass wir wirklich auch ein paar Anpassungen gemacht haben, um das Spiel ein bisschen leichter zu machen, einfach um diesen Level grundsätzlich erstmal zu schaffen. Also da finde ich es auch ganz gut, dass es da jetzt eine Erweiterung zu gibt, wo man einfach noch mehr Abwechslung dabei hat. Und ja, es kam bei euch eben super gut an, ist ja auch im Jahr 2020 rausgekommen. Da haben es auch schon viele Leute gekauft und gespielt und hier auch in dieser Liste war es auch in vielen Kategorien vertreten, auch immer relativ weit oben. Ich weiß gar nicht, ob es auch irgendeine Kategorie gewonnen hat. Hier ist der Abstand auf jeden Fall auch schon relativ groß zum zweiten Platz. Also das ist so euer beliebtestes Spiel im aktuellen Jahr gewesen im Bereich der Koop-Spiele. Dementsprechend auch da geht natürlich, wenn ihr jetzt ne, bei einem dieser Spiele noch dachtet, so brauche ich das wirklich oder nicht. Die hier vorgestellten Spiele sind meiner Meinung nach eigentlich
alle empfehlenswert. Natürlich jedes Spiel, ne, spricht immer einen anderen Spielgeschmack an, aber so Paleo, Aeon's End, Robin Hood, Gloomhaven, The Crew, also Loop, es ist einfach alles gute Spiele. Es sind wirklich, also wir leben da mittlerweile in einer sehr goldenen Zeit, die, wo einfach viele tolle Spiele rauskommen. Natürlich, manche Spiele sind noch eher nix, ne, wo man sagt, ne, okay, es ist irgendwie nicht so doll, aber die allermeisten Spiele sind schon wirklich gut. Nicht jedes Spiel ist für die Zielgruppe oder für jeden Spielertypen gleich gut geeignet, aber die hier, da habe ich auch alle in meiner Sammlung, durch die Bank weg, einfach schöne, tolle Spiele. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr genauso verwöhnt werden mit tollen Spielen, dass wir unsere kooperativen Spielesammlungen eben auch noch weiter mit tollen Spielen bereichern können. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich, dass ihr reingeguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Wenn das Voting Ende des Jahres wiederkommt, zu den Spielen eben aus dem Jahr 2022, macht auch sehr, sehr, sehr gerne mit. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Und tschüss!